Morgen, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr herzlich eine Frau in der Runde begrüßen, die bei ihrem letzten Besuch hier in der Sendung einen Satz gesagt hat, der speziell den Schriftstellern hier in der Runde sehr gefallen dürfte, nämlich den schönen Satz: Ich war schon als Kind nicht so wahnsinnig gruppenbedürftig. Und die sich weigerte, in den Kindergarten zu gehen, weil sie es komplett sinnlos fand, einfach nur im Sand zu spielen. Jetzt erzählt sie zum ersten Mal den anderen Teil der Geschichte. Und der ist ein bisschen schmerzhaft, berichtet von Ausgrenzung, von Hänseleien, weil sie, Zitat, so dunkel aussah. Es gibt ein Bild, das sich eingeprägt hat bei ihr. Da sitzt sie als Zweijährige auf der Schulter ihres Vaters, eines persischen Studenten, der später zurückging in den Iran. Und wenn man sich mal intensiver mit ihrer Biografie beschäftigt, dann stößt man sehr schnell auf diesen seltsamen Widerspruch. Einerseits würde sie sich vermutlich am liebsten wochenlang einschließen, um einfach nur Goethe zu lesen. Und andererseits sucht sie die große Öffentlichkeit. Einerseits die Frau, die die Freiheit so schätzt und liebt. Und andererseits die Frau, die leidet, als die Mauer fällt und die DDR zerbröselt. Wie passt das zusammen, fragen wir Sarah Wagenknecht. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ja, dann ein Mann bei uns. Dann ein Mann bei uns, an den wir in diesem Zusammenhang gleich zwei Fragen haben. Stimmt es wirklich, dass er als junger Anwalt nach Berlin ging, weil es um den Prozess von Honecker ging, und dass er die Verteidigung von Günter Schabowski übernommen hat? Dem Mann also, der erst einen Zettel aus der Hosentasche kramte und wenig später das Wort unverzüglich in die Mikrofone raunte. Er ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller des Landes. In 42 Sprachen erscheinen seine Bestseller mittlerweile. Auch deshalb, weil sich darin so wunderbare Sätze finden wie im letzten, das den Titel trägt: Kaffee und Zigaretten. Und ich lese diesen Satz mal vor, weil er so schön ist. Ja, natürlich, wir müssen mit dem Rauchen aufhören, schreibt er da. Wir sollten auch keinen Zucker mehr zu uns nehmen und kein Fleisch mehr essen, unbedingt. Aber das war das Großartige an Helmut Schmidt. All das hat ihn einfach nicht interessiert. Heute aber wollen wir mit ihm reden über die neue Staffel von Schuld. Wir verzeihen, sagt er, unseren größten Feinden. Nur uns selbst können wir nicht vergeben. Und das ist unsere Einsamkeit. Herzlich willkommen, Ferdinand von Schirach. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Einsamkeit, großes Thema im Wirken und Werk von Ferdinand von Schirach. Ja, dann ein Mann bei uns, der zwei spektakuläre Dinge am Anfang seiner fantastischen Kabarettkarriere gemacht hat. Erst hat er eine Magisterarbeit über die Inszenierung von Politik geschrieben. Und kurz danach fing er im RTL-Shop an als Assistent von Walter Freiwald. Er hat dazu hier mal den schönen Satz geprägt: Man muss im Keller gewesen sein, um die Aussicht aus dem Penthouse wirklich genießen zu können. Wie schaut also er auf die politische Landschaft, über die er sagt, das Krasse ist, wie die AfD es schafft, auch mit 25% immer noch so zu tun, als wäre sie sowas wie ein Underdog. Herzlich willkommen also dem Mann, der mal seriös werden wollte, dann aber einsehen musste, sein Nachname ist einfach stärker. Sebastian Puffpaff, herzlich willkommen in der Sendung. Guten Abend. Ja. Der Nachname. Ja, und apropos Underdog, das ist so ziemlich der letzte Begriff, der einem zu diesem Mann einfällt. Ihm selbst geht es da übrigens ganz genauso. Weshalb seine Biografie konsequenterweise den schönen Titel trägt: Eigentlich bin ich ein super Typ. Und genau über dieses Eigentlich muss man mit ihm mal sprechen. Wie sehr ärgert es ihn, dass er eigentlich zwar eine sehr, sehr erfolgreiche Fußballerkarriere gemacht hat, dass er aber eigentlich eine noch viel erfolgreichere hätte machen können. Ich habe, hat Ottmar Hitzfeld mal über ihn gesagt, selten einen Spieler erlebt, der so sehr von seinen Fähigkeiten überzeugt war wie er. Bernd Stange wiederum, sein Trainer bei Hertha, sagte mal den Satz: Bis zum Hals Weltklasse, darüber Kreisklasse. Alles geschenkt, denn eines war dieser Mann immer und vor allen Dingen ein echter Typ, wie man sie heute leider oft vermisst. Herzlich willkommen, Mario Basler. Freue mich sehr. Ja. Mario. Ganz kurz, bevor wir gleich über Politik sprechen, Gratulation. Biografie direkt eingestiegen auf die Spiegel-Bestsellerliste. Platz 17, glaube ich, aktuell. Gratuliere dazu, das ist toll. Dankeschön. Und nur damit du das weißt, an deiner Seite heute erstmals ein Mann, der wahrscheinlich noch mehr raucht als du. Habe ich heute festgestellt, das stimmt. Ist so, ne?
Wir haben schon weniger zusammen geraucht. Genau. Ja. Ja, heute? Ja, klar. Ich habe weniger kennengelernt, aber heute habe ich jemanden kennengelernt. Das stimmt. Also er raucht dich unter den Tisch, ja? Kann man das so sagen? Wir können es mal ausprobieren, aber ich glaube, er hat große Chancen, ja. Ja. Darf ich kurz fragen, wie viel rauchst du aktuell? Ja, es kommt drauf an, ne? Wie lange ich schlafe. Und ja, so 1,5 Schachteln am Tag. Okay. Ja, Herr von Schirach? Jetzt. Als Spieler konnte ich nur eine rauchen, du musst dich ja trainieren zwischendurch. Ja, ist klar. Ist klar, ist klar. Herr von Schirach, Sie? Schlage ich locker. Schlagen Sie locker, ne? 2? 3? Ja, also wir wollen nicht so über intime Details reden. Genau. Da lassen wir einfach mal den Nebel sozusagen sich erstmal legen und reden. Du rauchst nicht, Sebastian, ne? Ich hab's mal probiert, ich schaff's nicht. Ich kann, also mein Vater hat damals irgendwann tatsächlich diese Abgewöhnkur mit mir gemacht. Der hat Pfeife geraucht und ich fand das halt total spannend. Pfeife, ich will auch mal ziehen. Und dann hat er gesagt, ja, aber dann mach richtig. Ja. Ich glaube, da war ich 4. Und ja, und dann habe ich einmal ordentlich weg und seitdem bloß nicht. Also, so hat's bei mir angefangen. Ich bin dann dabei geblieben. Ich wollte gerade so sind die einen so und die anderen so. Was denn mit E-Zigarette? Das würde, haben Sie das mal probiert? Ja, probiere ich dauernd alles aus. Ich finde, das hat zu wenig Nikotin. Also ich brauche viel mehr Nikotin. Sie sind ein richtig echter Rauchvertreter noch. Ja, ne? Ja. Ich würde es mir auch injizieren, wenn es ging. Aber das ist, ich finde, die E-Zigarette, also ich habe in Los Angeles habe ich diese Juul geraucht. Das ist so eine E-Zigarette aus Amerika. Und die hat, glaube ich, das 10-fache an Nikotin. Und dann nehmen Sie einen Zug und Ihnen ist total schwindelig. Ja. Das ist Ihnen richtig toll. Ja, das mochte ich gerne. Aber die gibt es hier nicht. Die gibt es hier nicht. Laufen Sie manchmal hinter so einer Straßenteermaschine her und denken, das ist es. Ja. Genau. Ach, herrlich. Ich war neulich in München und da gibt es in einem Hotel in 4 Jahreszeiten gibt es einen Raucherraum. Neben dem Concierge. Mitten im normalen Leben, ja. Mitten im normalen Leben. Und dann und ich bin immer schon in diesen Raucherraum gegangen. Und der ist auch irgendwie ganz hübsch, der ist dunkel und man raucht da drin und so. Und es sind nur nette Leute da. Und man geht, also ich gehe da rein. Sieht man die denn noch, wenn es dunkel ist, mit dem Rauch? Mit kann dem man da noch jemanden erkennen? Ja, man sieht was durch dieses, ja. Aber dann sagte ich einem Kellner, ich möchte einen Kaffee in diesen Raucherraum. Und dann sagte der bayerische Kellner, er dürfe in Bayern in den Raucherraum keinen Kaffee bringen. Ja. Und dann sage ich, ja, wie machen wir das? Und dann gab es ein Tischchen vor dem Raucherraum. Und dann sagt er stellt den Kaffee auf das Tischchen, wenn er es bringt. Und ich müsse rauskommen und müsse den Kaffee mit reinnehmen. Und dann sage ich, okay, mache ich. Sagen Sie mir dann Bescheid. Nein, Sie müssen ab und zu schauen, ob der Kaffee schon da ist. Weil er darf nicht irgendwie. Und die Zigarette muss währenddessen drin bleiben, ja? Und dann sage ich, okay, machen wir alles genauso, wie Sie sagen. Aber bringen Sie mir doch vielleicht noch zu dem Kaffee ein paar Kekse. Und dann sagt er, nein, im Raucherraum ist Essen verboten. Ja? Also ob sozusagen, das habe ich dann überhaupt nicht mehr verstanden, weil ich kriege ja, also er kriegt doch keinen Krebs, wenn ich Kekse esse im Raucherraum. Und das ist, aber es gibt tatsächlich so eine Idee, dass man den Menschen es schwerer macht immer mehr. Ja, das ist unangenehm. Das ist übrigens ein schöner Buchtitel. Ja. Er kriegt keinen Krebs, wenn ich Kekse esse. Das ist allerhöchstens ein Buchtitel für einen Komiker. Ja. Aber sonst, meine Biografie wahrscheinlich. Sonst funktioniert das nicht. Mit 4. Ja, die Frage ist, wie kommen wir jetzt zur Politik? Thema. Was rauchen Sie denn nach dem Essen? Ja, Frau Wagenknecht. Ich kann da überhaupt nicht mitreden. Wie gesagt, ich habe wenig Sitzen Erfahrung. Sie eigentlich heute Abend gerne hier, Frau Wagenknecht? Oh, ist doch ganz lustig. Ja. Also, ich meine, sehr unterhaltsam. Meint jetzt aber gar nicht in dieser speziellen Runde, die tatsächlich eine sehr heitere Runde ist. Ich meine jetzt ganz grundsätzlich. Also verursacht Ihnen das körperliches Unbehagen, wenn Sie so in der Öffentlichkeit Scheinwerfer auf Sie gerichtet, Kameras? Oder wären Sie lieber zu Hause und würden im stillen Kämmerlein einfach Goethe lesen? Nein, also ich meine, ich bin ja lange genug in der Politik. Also da ist man das gewöhnt. Sonst kann man nicht Politikerin werden. Also das ist völlig klar. Aber es ist jetzt auch nicht so, ich habe mich ja in den letzten Monaten eigentlich öffentlich weitgehend oder eigentlich komplett zurückgezogen. Ja. Und
so richtig viel vermisst habe ich nicht. Nur das Einzige, was bleibt, ich möchte natürlich schon noch etwas verändern. Also gerade, wenn ich mir so die Entwicklungen angucke in Deutschland, ja, macht mir vieles Angst. Und dann habe ich natürlich irgendwo das Gefühl, ja, jetzt also politisch gar nichts mehr zu machen und einfach nur noch zuzuschauen, das reicht mir dann eben doch nicht. Ja. Also insoweit, aber Sie sehen diese Widersprüchlichkeit, ne, die ich vorhin kurz zitiert habe. Ich habe mich diese Eingangsfragen, die da jetzt alle kamen, die kommen auch ein bisschen so nach der Lektüre ihres Buches, ihrer Biografie, die genau davon handelt. Also, dass Sie eigentlich jemand waren, der als Kind im Grunde niemanden brauchte, der auch gar nicht unterversorgt war, wenn da nicht die ganze Zeit Freunde da waren. Und Sie beschreiben aber auch, wie sehr das teilweise, das war mir so nicht klar, wir haben uns nur mal im Ansatz darüber unterhalten, wie sehr das ausartete teilweise an der Schule. Also haben Sie wirklich auch körperliche Aversion zum Beispiel und Prügel zum Beispiel bezogen, nur weil sie anders aussehen als die da auch sonst in der Schule waren? Also zum einen waren es oft Hänseleien, aber es war dann auch manchmal so, also gut, ich war als Kind auch relativ robust, muss ich sagen. Also wenn ich gehänselt wurde, war es durchaus so, ja, da war ich schon ein bisschen älter, aber also ich bin dann auch auf Leute zu. Haben Sie also diesen Friseur verklagt eigentlich hinterher, oder? Ich fand das damals schön. Ja. Also ich war total stolz. Ja. Das war auch die Zeit, die einzige Zeit, wo ich wirklich in gewisser Hinsicht Gruppenmensch war. Also ich hatte da so eine Jugendklicke und da bin ich gewesen, bin dann in Diskotheken gegangen. Aber das war eben eine relativ kurze Zeit. Mhm. Da wurde ich übrigens auch nicht gehänselt, als ich so aussah. Das war wirklich eher vorher. Aber es ist eben tatsächlich so, ja, ich habe als Kind mich wirklich wohlgefühlt, auch wenn ich einfach gelesen habe, wenn ich einfach für mich war. Ich war, glaube ich, auch für meine Großeltern, da bin ich ja aufgewachsen, relativ pflegeleicht, weil ich mich wirklich auch mit mir selber beschäftigen konnte und mir da auch nicht so viel gefehlt hat. Aber auch, weil Sie es mussten. Sie haben mal gesagt hier, wenn man nichts hat, nichts an Struktur hat, was einen irgendwie hält, dann muss man sich selber was bauen. Dann muss man sich selber seine eigene Welt konstruieren. Ja, also ich habe mir natürlich auch die Welt dann eine Welt geträumt. Das machen ja viele Kinder, die sich dann Geschichten ausdenken. Und das habe ich wirklich ganz ausführlich gemacht. Ich habe also dann Bücher gelesen und die Geschichten weitergesponnen. Und das war für mich total spannend. Und natürlich habe ich ein bisschen, also das will ich auch nicht leugnen, drunter gelitten. Wenn man gehänselt wird als Kind, leidet man. Man will ja dazugehören, ja klar. Aber man schafft sich dann so einen gewissen Panzer, dass man sich einfach sagt, okay, ich kann auch mit mir selber fröhlich sein und ich kann mir schöne Dinge ausmalen und das ist dann vielleicht sogar schöner. Wie kommt jemand dazu, der das erlebt, der dann nicht studieren darf, der einen ungeliebten Sekretärinnenjob machen muss, sich dann zurückzieht in seine Wohnung und stattdessen, glaube ich, Nachhilfeunterricht gibt. Also ich habe Mathe-Nachhilfeunterricht gegeben. So, und zwar eine lange Zeit, weil sie das einfach nicht ertragen haben. Und der tritt dann im Sommer 89 in die SED ein. Warum? Weil ich gehofft habe, dass da ein Zeitfenster aufgeht, wo sich noch was ändern lässt. Also es war ja schon spürbar, dass es so nicht weitergeht. Also es war ja dann kurz bevor die ungarische Grenze aufging und man merkt an allen Ecken und Enden, da zerbröselt was. Da geht was kaputt. Ja. Also ich meine, ich habe es auch da gemerkt, dass die SED mich überhaupt genommen hat. Also noch 2 Jahre vorher hätte ich gar keine Chance gehabt, weil ich galt ja als, also das war zwar zu der Zeit nicht mehr kriminell, aber wenn jemand zu Hause war, so wie ich, also ich war ja in keinem regulären Arbeitsverhältnis. Ich habe ja eben den Nachhilfeunterricht gegeben, das war eigentlich nicht vorgesehen, dass man so irgendwie seine Existenz sichert. Und da hätte ich normalerweise mit der Biografie, auch mit der Beurteilung nach der Schule, überhaupt keine Chance gehabt. Aber das war eine Zeit, da sind ja schon so viele ausgetreten, dass sie eigentlich ganz froh waren, dass noch einer kam. Und deswegen haben sie mich auch aufgenommen. Und ich hatte eben wirklich die Hoffnung, da wäre noch mal eine Chance zu grundlegenden Reformen. Aber trotzdem, warum die? Ich meine, es gab ja zu der Zeit auch schon Möglichkeit, in andere Parteien einzutreten. Man hätte auf die Montagsdemos gehen können und so weiter. Waren Sie da auch? Die waren noch nicht. Die fingen ja erst im Herbst so richtig an. Ja, das stimmt, ja. Und die anderen Parteien, muss ich ehrlich sagen, das waren kleine Kopien der SED. Mhm. Also dann gehe ich lieber gleich in die das Sagen hat. Also weil die anderen waren nicht grundsätzlich unterschieden. Das war ja auch ein bisschen die Unehrlichkeit danach, dass man dann versucht hat, die SED-Mitglieder irgendwie zu ächten. Aber die CDU hat die Ost-CDU aufgenommen, obwohl das de facto eine ähnliche Partei war. Also die haben ja alle doch mehr oder weniger das Gleiche vertreten. Das war ja damals so. Wobei, also es würden jetzt die, um die es da geht, würden das vehement bestreiten, ne?
Ja, aber das kann man, also wenn man die DDR erlebt hat, weiß man, dass das keine Pluralität war, sondern das waren verschiedene Parteien, die aus gemeinsam gewählt wurden und im Kern auch das Gleiche vertreten haben. Sind Sie mal bei Montagsdemonstrationen mitgelaufen? Ich habe mir die mal angeguckt, also gerade dann im November war ja die große Demonstration, da am 4. November. Und eigentlich war sogar dort noch der Tenor, also ich glaube auch von vielen Menschen, dass sie im Grunde Reformen wollten. Also ja, da wurde nämlich noch nicht gerufen nach Einheit und D-Mark, sondern da war eigentlich das Bestreben, wir wollen eine bessere Gesellschaft, wir wollen eine reformierte DDR, eine, die sich politisch öffnet, eine, die plural ist, demokratisch ist, aber die schon eine Eigenständigkeit behält. Also das haben sich damals noch viele gewünscht. Und das, wäre eigentlich, sagen wir auch im Nachhinein, selbst wenn es dann eine gemeinsame, auch ein gemeinsames Dach gegeben hätte, aber die Art, wie der Anschluss dann vonstatten ging, man kann sicher nicht das, was heute im Osten ist und heutige Wahlergebnisse jetzt auf die damalige Zeit irgendwie 1:1 zurückführen. Dafür ist es zu lange her. Aber der hat schon dazu geführt, dass ganz viele Menschen sich entwertet fühlten, ihre Biografie entwertet fühlten, dass sie natürlich auch von einem Tag zum nächsten ihre Arbeitsplätze alle verloren haben. Klar. Also das war schon nicht sinnvoll, das so zu machen, wie es gemacht wurde. Bevor wir gleich ins Hier und Heute kommen, eine allerletzte Frage noch zur Vergangenheit sozusagen. Stimmt es, dass Sie traurig waren, als die Mauer fiel? Und dass sogar das Gefühl hatten, die verraten da jetzt irgendwie die DDR? Also die Mauer als solche fand ich nicht schön, weil ich wollte... Nee, ist schon klar, aber das bedeutete ja... Also ich hatte nur bei der Mauer das Gefühl, also ich hätte mir gewünscht, dass die Mauer fällt in einer Situation, wo die DDR sich so reformiert, dass sie tatsächlich trotzdem eine eigenständige Existenz hat. Aber so wie die Mauer dann fiel, war ja klar, dass das zu Ende geht. Mhm. Und nur in dem Zusammenhang habe ich das bedauert. Nicht, weil ich ein Freund also dieser Mauer war. Mhm. Ich habe mich zum Beispiel sehr geärgert, dass ich damals, ich habe ja viel Goethe gelesen, italienische Reise, dann möchte man da auch mal hin, wo Goethe war. Und das war ja alles völlig ausgeschlossen. Also insoweit war das auch immer ambivalent. Also man muss ja auch sehen, ich war in einer Situation, wo ich natürlich gehofft habe, irgendwann studieren zu können. Und letztlich war es ja auch so, die Wende hat mir das ja ermöglicht. Also das war eben immer auch ein Zwiespalt. Das heißt, Sie verdanken diesem System ja auch eine Menge. Ich verdanke der Wende, dass ich an die Uni kam. Aber ja, diesem System, also ich finde, auch heute steht die Frage, wollen wir wirklich mit der heutigen Wirtschaftsweise immer weitermachen? Also das heißt nicht, dass wir zurückkommen zu irgendeiner Planwirtschaft oder Komplettverstaatlichung. Das ist gescheitert, das brauchen wir nie wieder. Aber wir haben heute eben das gegenteilige Extrem. Alles wird im Grunde einer Privatisierung, einer Renditemacherei unterworfen. In vielen Bereichen zählt nicht, es wird der Mensch zum Kostenfaktor degradiert. Und das spaltet unsere Gesellschaft zutiefst. Und wir haben auch vor allem natürlich auch heute nicht eine wirklich lebendige Demokratie. Wir haben sehr einflussreiche Interessengruppen, gerade große Wirtschaftsunternehmen, die viel und Banken auch, die viel mehr Einfluss auf die Politik haben als normale Leute. Und das führt natürlich zu Frustration. Das führt dazu, dass viele Leute sagen, ja, ich fühle mich komplett im Stich gelassen. Aber das hat schlechte und sehr, sehr gefährliche Konsequenzen. Das ist ganz bestimmt so. Trotzdem, wie geht denn Ihre Analyse, bevor wir gleich Sebastian fragen, warum verliert ausgerechnet Ihre Linkspartei dann so viele Wähler an diese rechte AfD? Wie geht das? Also wir haben ja alle verloren, aber wir haben natürlich auch, und das ist besonders, bitter an die AfD verloren, ja, weil wir auch den Draht zu den Menschen verloren haben, weil viele Wähler das Gefühl haben, wir haben uns von ihrer Lebensrealität entfremdet, an weil auch Punkt? Die Linke sehr stark in den letzten Jahren sich darauf orientiert hat, in den großstädtischen Milieus, in den akademischen Milieus dort anzukommen und auch die Debatten, die Diskurse zu übernehmen. Aber es ist eben etwas völlig anderes, ob ich in Berlin lebe. Und das heißt nicht, dass alle wohlhabend sind, die in Berlin leben. Aber es ist eine andere Sicht auf die Dinge als von einer kleinen Stadt, als von einem Dorf, wo kein Bus mehr fährt, keine Arztpraxis mehr ist. Und wir haben mit einem Rigorismus auch bestimmte Positionen auch teilweise ausgegrenzt, die es nicht verdienen. Also ich finde, das ist ein generelles... Machen Sie es einmal konkret. Was haben Sie jetzt im Kopf? Die Migrationspolitik zum Beispiel? Ja, genauso geht es bei der Umweltpolitik. Also ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, wir brauchen eine CO2-Steuer, ich halte das für falsch. Weil die wird nicht das Klima retten. Denn wenn ich mit einer CO2-Steuer Verbrauch steuern will, dann braucht es Alternativen.
So, in der Großstadt habe ich die Alternative. Also ich kann in Berlin jederzeit aufs Auto verzichten. Also der öffentliche Verkehr ist zwar nicht besonders toll und teilweise überfüllt, aber man kann ihn nutzen. Er ist zumindest da. Und ich kann im Notfall auch mit dem Fahrrad fahren. Wenn ich im ländlichen Bereich wohne oder auch in vielen Kleinstädten, wo die Pendler ganz woanders hin müssen zum Arbeitsplatz, da ist nichts. Und da ist einfach keine Alternative. Dann fahre ich weiter Auto, aber ich zahle noch mehr. Und das geht vielen Menschen an den Geldbeutel. Und zwar richtig ernsthaft. Und deswegen sind sie auch dagegen. Und ich finde, das ist einfach eine unehrliche Klimapolitik, dass wir erst die Bahn auf Rendite trimmen, massig, also etwa 6000 Schienenkilometer stilllegen, auch Busverbindungen teilweise privatisiert werden, dann auch nicht mehr angeboten werden. Und dann kommen die gleichen Politiker, die das verantworten und sagen, so, jetzt sind wir aber plötzlich fürs Klima und jetzt machen wir eine CO2-Steuer und dann sind wir alle irgendwie ökologischer. Das ist einfach nicht wahr. Und damit überfährt man Leute. Und ähnlich ist es eben auch in anderen Bereichen. Migration besprechen wir gleich, Frau Barkin. Ich würde einmal gerne Sebastian mit in die Diskussion holen. Sebastian, wie geht denn deine Analyse für den Erfolg der AfD beispielsweise? Aber auch ganz grundsätzlich für diese Verdrossenheit ist, glaube ich, schon das richtige Wort, auch wenn viel bemüht. Also ich bin ein ganz großer Verfechter des Parteienpluralismus, den wir aktiv in unserem Land haben und der auch funktioniert. Also da möchte ich Ihnen widersprechen, wenn Sie sagen, wir haben keine lebendige Demokratie. Ja, da würde ich auch widersprechen. Ich finde gerade, also die AfD hat dazu geführt, dass wir uns wieder sehr viele Gedanken machen über solche Dinge. Das finde ich auch. Ich glaube, dass wir halt in einer Zeit des Umbruchs leben, dass nämlich die klassischen Parteien nicht mehr ein Label haben, mit dem man sich identifizieren kann. Wie zum Beispiel jetzt, die SPD ist nicht mehr die Arbeiterpartei, beziehungsweise die CDU ist halt nicht mehr die Konfessionspartei. Das heißt also, es muss nach neuen Inhalten gesucht werden. Und de facto, so meine Analyse, sind die Grünen nun mal die am einfachsten das Label haben. Im Moment geht ja tagtäglich die Welt mehrfach unter. Wer kann es retten? Die Grünen. Also das ist einfach eine ganz klare, einfache Kommunikation, was die anderen Parteien nicht schaffen. Was ich aber interessant finde, ist tatsächlich auch, wenn man sich ihre Biografie anguckt, dass sie tatsächlich doch noch in die SED dann eingetreten sind. Und da würde mich einmal interessieren, inwiefern sie denn überhaupt reformerisch Kräfte da freisetzen konnten damals, oder waren sie nicht im Grunde genommen Beiwerk? Also haben sie sich da nicht eigentlich ein bisschen was in die Tasche gelogen, von wegen, ich kann das System von innen jetzt tatsächlich umstürzen? Weil ich schätze mal, wenn sie dann da eingetreten sind, werden die ja nicht alle gesagt haben, da ist endlich jetzt, zähl mal, wie geht's? Ja gut, das ist ja immer so, wenn man ich war damals 20 Jahre alt, wenn man da in eine Partei eintritt, dann hat man zunächst mal natürlich die Vorstellung, man kommt und kann da was beeinflussen. Und ich habe natürlich auch sehr schnell gemerkt, ich war da einfach ich war ganz konkret eigentlich in der Rentnergruppe, weil die SED war ja damals. Aber in der Rentnergruppe? Ja, weil die SED war ja hatte ja Betriebsorganisationen. Also die Leute waren eigentlich in ihrem Betrieb organisiert. So, ich war ja in keinem Betrieb, weil ich ja zu Hause war und Nachhilfeunterricht gegeben habe. Das heißt, ich bin ins Wohngebiet. Und im Wohngebiet waren nur die Rentner und Rentnerinnen. Also eben die alle, die aus dem Erwerbsleben schon draußen waren. Die waren auch sehr nett, weil die haben sich gefreut, dass sie einen jungen Menschen hatten, der irgendwie auch ein bisschen andere Ideen hatte. Aber es war natürlich völlig aussichtslos, über diesen Weg irgendetwas zu verändern. Also später dann, das war ja gar nicht so viel später, 1991, da habe ich dann für den Parteivorstand kandidiert. Das waren dann schon die PDS. Und so, da habe ich dann angefangen, zumindest ein bisschen auch was mitgestalten zu können. Aber ich habe natürlich in der Wendezeit, klar, also hatte ich nur. Haben Sie niemals mit einer anderen Partei geliebäugelt? Also im Grunde genommen dann doch wieder aus der SED, PDS, BASG oder dann irgendwann die Linke, also da auszutreten, um dann bei einer anderen Partei, sag ich mal, mit tatsächlich liberalen Werten und für die Frau bestehen. Ich würde mal sagen, dass die Linke schon eine Partei ist, die zumindest im politischen Sinne liberale Werte hat, im ökonomischen zumindest keine neoliberalen. Aber welche denn? Also ich würde auch noch mal die Frage aufwerfen, lebendige Demokratie heißt für mich erstmal, dass die Parteien sich deutlich unterscheiden. Das ist nur begrenzt zwischen bestimmten Parteien. Lebendige Demokratie hat erstmal ja nichts mit den Parteien selbst zu tun. Das ist der Parteienpluralismus. Lebendige Demokratie ist wenn all die Leute tatsächlich wählen gehen und wenn wir auch Wähler... Ja klar, wenn sie wählen gehen, aber sie müssen ja auch das Gefühl haben, erstens, dass sie wirklich eine Auswahl haben. Ja. Und da ist eben das Problem, wenn sich SPD und CDU über Jahre so annähern, dass man sie kaum noch unterscheiden kann, dann ist natürlich gerade zumindest bei den ehemals großen Parteien, sie sind es ja nicht mehr, die Wahlfreiheit schon mal ziemlich eingeschränkt. Und auch FDP, Grüne, gut, da gibt es Nuancen in bestimmten Bereichen, aber es ist doch alles sehr ähnlich geworden. Sind Sie dafür einen Zusammenschluss der Linken mit der SPD, dass man da gegebenenfalls sich jetzt eine neue Links
Also das hängt davon ab, wie die SPD sich entwickelt. Also wenn und was vor allem jetzt rauskommt. Im Moment hätten Sie ja ganz gute Chancen, im Grunde genommen den führenden Ton anzugeben, wenn das da so weitergeht. Naja, also keiner will die dann übernehmen. Also ich meine, um das ernsthaft zu beantworten, es ist die Frage, wer wird jetzt gewählt als Parteivorsitzender und wohin geht's dann? Also wenn die SPD wirklich selbstmörderisch ist, Olaf Scholz zu wählen, dann finde ich, ist es naheliegender, dass sie sich mit der CDU vereinigt. Weil das ist wirklich, also der Ehrgeiz von Olaf Scholz im Finanzministerium ist, wie unterscheide ich mich möglichst überhaupt nicht von Schäuble, der vor mir da war. Also das ist kein Profil. Aber es gibt natürlich auch in der SPD ganz andere. Und wenn ich zum Beispiel jetzt immer höre die Bundestagsreden von dem jetzigen Fraktionsvorsitzenden, also Mützenich, dann muss ich sagen, das ist klassische Sozialdemokratie. Wenn sich das wieder durchsetzt und wenn sie das dann auch irgendwann mal in ihrer realen Politik wieder machen, da gibt es natürlich ganz große Überschneidungen und unter den Kandidaten sind ja auch einige, die das, oder einer zumindest, der das verkörpert. Also insoweit, ganz kurz, ich habe die SPD vor einiger Zeit gefragt, was sie davon hält, von dieser Wiedervereinigung in Gestalt von Thorsten Schäfer-Gümbel. Der ist ansonsten jetzt nicht dafür bekannt, an emotionalen Eruptionen zu leiden, sagen wir es mal so. Sehr kluger Mann, der aber beim Thema Linkspartei und speziell Oskar Lafontaine Bluthochdruck kriegt, direkt. Und sagt, also das geht auf gar keinen Fall, wie dieser Mann unsere Partei gedemütigt hat, das geht auf gar keinen Fall, das wird nie passieren. Aber das ist ein ganz großes Problem unserer Zeit, persönliche Animositäten über Inhalt und gegebenenfalls auch möglich, ja, gut möglich, aber Politik hat ja auch natürlich mit Emotionen zu tun. Ich würde gerne Ferdinand von Schirach fragen, der zu zitieren ist mit dem Satz, wir müssen aufhören, uns über unwichtige Dinge Gedanken zu machen. Und der sagt, die klassischen Parteien haben es komplett vergeigt, die Leute wieder ins Boot zu holen. Herr von Schirach, an welchem Punkt? Ich glaube auch, dass das, also ich schätze Sie sehr, Frau Wangenknecht, aber ich glaube, dass die Analyse nicht ganz richtig ist. Wir haben ja in allen westlichen Demokratien oder in fast allen haben wir mittlerweile so 15-25% der Menschen, die schlicht nicht mehr an die Demokratie glauben. Genau. Und das ist das Hauptproblem. Nicht, ob die jetzt da ob es einen Bus gibt, ob es genügend Ärzte gibt. Die verstehen auch diese Nuancen nicht. Warum glauben Sie nicht mehr dran? Ja, ich meine es ganz gut. Das wesentliche Problem ist, all das, was sozusagen Demokratie ausmacht, das Komplizierte, das Langwierige, die ewigen Diskussionen, die komplexen Debatten, das wird als Schwäche der Demokratie angesehen. Und diese Leute wollen jemanden, der auf den Tisch haut, der mal durchregiert, der einfach mal sagt, jetzt müssen wir es so machen. Und das haben sie in all diesen Ländern. Und das ist das eigentlich Gefährliche. Und wir können uns ganz lange darüber unterhalten, über Kleinigkeiten, die und alle diese Analysen stimmen in irgendwelcher Form. Aber sie sagen nicht das Eigentliche. Und wenn Sie mich fragen, warum diese Leute nicht mehr an Demokratie glauben, ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass man es verlernt hat, den Rechtsstaat und die Komplexität von Demokratie und die Güte von Debatten überhaupt noch wahrzunehmen. Wir haben ja heute eine Politik, die ganz oft daraus besteht, dass man sehr lange über ein Problem redet, das vielleicht, da gebe ich Ihnen recht, in Berlin verstanden wird, wenn man über ein drittes Geschlecht redet, wenn man über irgendetwas sehr Komplexes redet, was wirklich die meisten Menschen tatsächlich nicht interessiert. Aber weil sie nichts damit zu tun haben. Weil sie nichts damit zu tun haben und weil das in ihren Lebensbereich überhaupt nicht eingreift, weil sie niemanden kennen, der transsexuell ist oder in irgendeiner Form damit berührt sind. Aber tatsächlich führen diese Debatten ja letztlich dazu, dass sich eine Gesellschaft weiterentwickelt. Und das achtet man gering. Und wenn man dagegen steuern will, und das haben die großen Parteien, glaube ich, alle versäumt, ich möchte es mal andersrum sagen, wir haben ja jetzt eine Situation,
dass fast ein Viertel der Leute, die zur Wahl gegangen sind, jemanden gewählt haben, der den rechtsradikalen Lagern zuzuordnen ist. Und das ist ein Dammbruch. Das hat es in der Bundesrepublik nie gegeben. Also in Brandenburg zum Beispiel, wie Andreas Kalbitz. Er war 2007 war auf einer Demonstration in Athen, wo auch der NPD-Führer teilgenommen hat. Das war vor der Wahl bekannt. Und es ist komplett absurd, dass die Leute diesen Mann wählen. Ja, und das bedeutet sehr viel mehr, als dass man unglücklich ist, dass ein Bus da an der Ecke nicht mehr fährt. Das ist etwas vollkommen anderes und eine komplette Änderung dessen, woraus die Bundesrepublik bis dahin bestand. Ich würde noch einen letzten Satz dazu. Und was kann man dagegen tun? Das wäre ja die eigentliche Frage. Und ich glaube, es ist mühsam, es ist anstrengend und es dauert lange, aber es geht nur mit Aufklärung. Es ist einfach so, dass man begreifen muss, jeder muss das begreifen, dass es auf diese komplizierten Fragen in unserer Welt keine einfachen Antworten gibt. Und jeder, der irgendwie erzählt, es gibt eine einfache Antwort, wir schmeißen alle Asylanten raus, wir machen die Grenzen zu, dann geht es uns allen besser. Vollkommener Quatsch. So funktioniert die Welt nicht. Und das muss man klar machen. Und das ist Aufgabe der klassischen Parteien. Sebastian, Ich stimme dahingehend vollkommen überein. Die Kommunikationsstrukturen, auch Inhalt, das muss geändert werden. Ich bin aber heilloser Optimist und sage, eigentlich funktioniert die Demokratie und die Menschen sind nicht der Demokratie überdrüssig, sondern auf gut Deutsch, sie haben die Schnauze voll vom Personal. Und genau das ist die Motivation, jetzt andere zu wählen. So ist auch Trump an die Macht gekommen. Nach dem Motto, weißt du was, Trump ist doof, aber Hillary hasse ich, also wähle ich Trump. Mhm. Und genau dieses Phänomen haben wir auch. Es werden nicht Rechtsradikale gewählt, sondern der Frust über das Personal, was im Moment das Steuer in der Hand hat, der ist so hoch, dass man tatsächlich meint, ein Denkzettel aller, ich wähle jetzt dann dafür rechts. Ich widerspreche Ihnen vollkommen. Damit würden Sie das vielleicht in Deutschland an irgendeinem Punkt erklären. Aber Sie haben dieses Phänomen ja in allen Demokratien. Also werden die Menschen in allen Demokratien mit dem Personal gerade nicht zufrieden. Na, das glaube ich einfach Politik nicht. Sie sind mit der Politik nicht zufrieden. Aber das verbindet sich ja auch doch. Das ist also der mit Punkt. Dem Personal und mit der Politik, die gemacht wurde, aber doch aus nachvollziehbaren Gründen. Also das ist ja in anderen Ländern ähnlich. Seit Jahren haben wir eine Politik, die vor allem Forderungen umsetzt, die aus dem Arbeitgeberlager, aus dem Unternehmerlager kommen. Also da werden auf der einen Seite die Steuern für große Unternehmen gesenkt, dann wird die Vermögenssteuer abgeschafft, die Erbschaftssteuer gesenkt, dann wird der normale Arbeitnehmer stärker belastet. Wir haben eine Liberalisierung am Arbeitsmarkt, sehr viel unsichere Arbeitsverhältnisse sind entstanden, sehr viel schlecht bezahlte Arbeitsverhältnisse. Also im Osten arbeitet jeder Dritte im Niedriglohnsektor. So, dann sind die Renten gekürzt worden. Das heißt, das Leben ist viel unsicherer geworden. Die Leute haben viel mehr Angst, auch Existenzängste. Und sie erleben, das geht eben nicht nur um den Bus. Es geht so um das Gefühl, wir werden völlig vergessen. Unsere Interessen spielen in der Politik keine Rolle. Aber und dann kommt eine Kraft. Aber 75% der Menschen wählen ja trotzdem bürgerliche Parteien. Und das müsste doch dann für alle gelten. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das wichtig ist. Menschen reagieren ja auch unterschiedlich. Nicht jeder, der frustriert ist, wählt deshalb AfD. Viele wählen ja auch nicht. Ich meine, das ist ja auch eine Entwicklung, die schon Angst macht. Da, wo die Leute wohnen, denen es weniger gut geht, wird auch viel weniger gewählt. Also selbst wo jetzt die Wahlbeteiligung gestiegen ist insgesamt, haben wir das immer noch. Also wir haben schon ein Problem, dass gerade Menschen, die entweder wirklich schon arm sind oder Angst davor haben. Also es gibt zum Beispiel eine interessante Studie, dass Menschen, die im Erwerbsleben stehen, auch einen Job haben, aber vorher Arbeitslosigkeit erfahren haben, dass die erheblich öfter AfD wählen als Leute, die immer ihren Job hatten. Also es ist schon diese Existenzangst, es ist diese Verunsicherung und das ist in anderen Ländern ähnlich. Deswegen kann man es eben auch nicht als ostdeutsches Phänomen erklären. Das ist völliger Unsinn. Aber es ist eben auch nicht aus einer, sag ich mal, tiefrechten Überzeugung. Die gibt es bei einem kleinen Teil der Bevölkerung. Ja, es gibt in diesem Land handfeste Rassisten, es gibt Neonazis, das ist alles schlimm.
Aber das sind nicht 27% der Bevölkerung, sondern das, ja, das sind Leute, die sind wütend, die wollen der Politik einen Denkzettel verpassen. Und da muss ich deswegen auch sagen, dass die AfD so stark wurde und wird, ist Ergebnis der falschen Politik aller anderen Parteien, einschließlich auch meiner, im Sinne, dass wir den Kontakt zu den Menschen auch verloren haben. Die Politik ist teilweise gar nicht so falsch, sondern das Personal ist zu sehr in den Vordergrund gerückt. Es ist doch jetzt so, dass die SPD wird im Grunde genommen nicht abgewatscht, sondern man ist unzufrieden mit Andrea Nahles. Einzelne Personen wurden dermaßen kultiviert. Aber die haben doch einen nach dem anderen ausgetauscht, gerade die SPD. Die hat ja immer wieder neues Personal. Bei der SPD wurde sie immer weiter verschlimmbessert. Aber wir sehen es ja bei allen Parteien. Es gibt eine Galionsfigur. Wir haben die Personalisierung der Politik so weit vorangetrieben, dass halt jeglicher Inhalt hinter dieser Person dann zurücksteht. So. Aber das, wenn man mit der unzufrieden ist. Zu Zeiten von Helmut Kohl genauso. Da stand der, Helmut Kohl war Brandt, ja Willi wählen. Ich meine, der Markt, das ist wenn die maximale Personalisierung. Wenn wir progressiv darüber reden wollen, wie wir das Ganze verändern, so ist ja mein Vorschlag zum Beispiel auch, dass wir teilweise in den Tagesthemen, in der Tagesschau oder sowas, einfach mal die Politikernamen weglassen und sagen, die Linke sagt X, Y, Z. Wir müssen weg von diesem Personenkult. Das ist meiner Meinung nach das A und O. Ansonsten treiben wir nämlich die Suche nach dem guten König, à la Max Weber, immer weiter voran. Und dann haben wir nämlich doch irgendwann eine Führerfigur, die dann sagt, ich nehme euch mit auf den rechten Pfad. Aber es erklärt trotzdem, eine Sache erklärt es nicht. Also ich stimme dem Befund in weiten Teilen zu. Nur, wenn man sich mal genau die Daten anguckt. Neulich einen klugen Artikel gelesen, ich fange mal so an, der sagte, die Wahrheit ist, wir sollten mal aufhören, die ganze Zeit über das Phänomen Osten und AfD zu sprechen, weil in Wahrheit ist der Westen die Ausnahme. Das, was im Osten passiert, passiert überall rund um uns herum in ganz Europa, was richtig ist. Und das passiert auch in den USA und das passiert auch in anderen Ländern. Das heißt, der Westen ist die eigentliche Ausnahme. Ja, und die Begründung dafür war, hier hat eben stattgefunden eine Aufarbeitung wirklich der deutschen Geschichte. Hier gibt es dieses große Bewusstsein dafür, dass sich bestimmte Dinge nicht mehr wiederholen dürfen. Und deswegen ist dieses Westdeutschland im Grunde noch sozusagen ein Hort, an dem es diese Ausnahme gibt. Das, was im Osten passiert, ist etwas, was in Österreich passiert, was in der Schweiz passiert ist, was in Italien passiert ist. Die Liste ist lang. Frankreich. Und in Frankreich ist es nur deswegen nicht passiert, weil einer wie Macron kam. Aber du weißt natürlich nie, wen du kriegst. Kriegst du Trump oder kriegst du Macron? Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Ich würde auch sagen, auch im Westen, das ist ja in Bewegung. Also ich meine, die AfD hat auch im Westen natürlich nicht solche Ergebnisse, aber immer noch. Aber in einer Stadt wie Ingolstadt zum Beispiel, mit dem zweithöchsten Durchschnittseinkommen dieses Landes, eines der besten AfD-Ergebnisse überhaupt. Mit 13, aber eben 14%. Auch im Ruhrgebiet Gelsenkirchen, da gibt es eben auch genauso viele Menschen wie im Osten, die sagen, uns hat man völlig vergessen. Aber das Vergessen, das verstehe ich nie, weil die Leute, die AfD wählen, sind doch häufig auch Menschen, denen es vergleichsweise gut geht. Leute, die was zu verlieren haben. Leute, die durchaus Gewinner auch dieses Mauerfalls beispielsweise sind. Junge Leute, auch die AfD wählen, die haben doch keine Brüche in ihrer Biografie dahingehend, dass man sagt, mit 50 kam 89 und dann stand ich plötzlich wieder vor dem Nichts und musste wieder von vorne anfangen. Aber gerade junge Leute haben ja heute die Verunsicherung. Also gucken Sie sich an, wie viele junge Leute nur noch befristete Jobs kriegen. Oder eben in Leiharbeit und Ähnliches. Nee, das hat sich nicht so stark. Aber im Kern geht es doch diesem Land gut, Frau Wanknecht, im ernsthaft. Naja, was ist dieses Land? Also es geht vielen Menschen in diesem Land gut. Wir reden schon auch die Situation häufig schlechter als sie ist. Nein, das zu den Rechten. Das ist ja das, Entschuldigung, aber das ist ja die Frage. Nein, Entschuldigung, aber warum sind die Verängstigten, ein Großteil der Verängstigten suchen ihr Heil, in den rechten Tendenzen. Das glaube ich auch nicht. Weil sie sich bei den anderen nicht mehr aufgehoben fühlen. Nein, die Frage ist falsch. Warten Sie mal, das sind überhaupt nicht Verängstigte. Das ist also immer sondern diese, was sind das denn Ihrer Meinung nach? Das sind Leute, die einfache Lösungen wollen. Wenn ich eine einfache Lösung will, habe ich natürlich ein großes Problem vor dem Auge. Vielleicht. Es ist wie zu allen Zeiten. Es wird ein Schuldiger gesucht. Wir hatten zum Beispiel, wenn Sie jetzt den letzten Bundestagswahlkampf anschauen, der zu 90% aus der Debatte bestand, was macht man mit Asylsuchenden? Ja. Jetzt hat man einen Feind gefunden. Für die AfD ist es der Asylsuchende und ist es Europa. Ja. Und es wird gesagt, wenn wir diese beiden Sachen in den Griff bekommen, also Grenzen zumachen und EU zurückdrängen oder austreten oder sonst irgendetwas, wird es allen besser gehen. Das ist eine einfache Lösung für einen
komplexes Lebensproblem. Und danach wird gerannt. Das ist nicht der Verängstigte. Das glaube ich einfach nicht. Wir wissen doch heute, also wenn ich die Wahlanalysen glauben darf, die da am Wahlabend und in den Tagen darauf veröffentlicht worden sind, das ist jetzt nicht der arme Arbeitslose auf dem Land, der keine Busverbindung und keinen Arzt hat, der die AfD wählt. Und der Beginn der AfD war das auch nicht. Richtig. Ja, das war aber es sind schon die zurückgebliebenen Regionen. Also jetzt im Osten zum Beispiel kann man das sehr deutlich sehen. Also da, wo tatsächlich das ist, was man eine abgehängte Region ist, nennt. Also da, wo eine hohe Abwanderung ist, die ein bisschen besser qualifiziert sind, sind alle schon weg. Das sind schon die Hochburgen der AfD. Ich sage nicht, dass es jedem schlecht geht, der AfD wählt. Garantiert nicht. Also das ist die Angst vor Verlust. Nee. Aber es sind schon auch überproportional solche Regionen, die auch Grund haben, die sagen, hier war kein Politiker, weil hier um uns kümmert sich keiner. Dann bei der Kohle zum Beispiel, die ganze Debatte Kohleausstieg. Die haben natürlich kein Vertrauen, dass dort in der Region irgendwas Neues entsteht. Und dann ist die Kohle der einzige Arbeitgeber, wo man noch einen gut bezahlten Job hat. Und das ist ein Versagen der Politik. Weil ich meine, die Leute hängen doch nicht an der Kohle, weil die Kohle so großartig ist. Sondern weil sie einfach sagen, okay, also wenn das hier auch noch zusammenbricht, dann können meine Kinder nur noch wegziehen. So wie ja 4 Millionen Menschen aus dem Osten weggezogen sind, weil es in den Regionen nichts gibt. Und das ist dieses Gefühl, das abgehängt sein. Und das ist auch dieses Gefühl der Wut. Und sie fühlen sich einfach von den Parteien nicht mehr vertreten. Und das ist die Lücke, wo die AfD reinstoßen konnte. Und dann machen sie auch noch den Fehler, und das würde ich auch sagen, dass viel zu viel, also da stimme ich Ihnen dann wieder zu, viel zu viel dreht sich um die AfD. Also es wird die ganze politische Debatte teilweise auch nur in dieser Fokussierung, wir alle sind jetzt gegen die AfD. Damit macht man sie immer stärker. Und man drängt auch, also ich finde, wir haben auch eine Einengung in dem Meinungsspektrum, was als zulässig angesehen wird. Also ich bin absolut dafür, dass man rassistische Äußerungen ächtet und dass es auch sozusagen furchtbar ist, was sich da teilweise... Ja, und dass man einen Nazi wählt. Ja, aber ich finde zum Beispiel, wir erklären Leute zu Rassisten, die eine Position haben, die eigentlich früher Teil des normalen Meinungsspektrums war, dass jemand zum Beispiel sagt, ich bin dafür, dass Menschen, die verfolgt werden, in Deutschland Asyl bekommen. Das ist ja auch ein ganz elementares Grundrecht. Aber ich bin gegen unkontrollierte Zuwanderung. Die gesellschaftliche Debatte geht so, dass teilweise Leute, die so eine Position haben, dann schon in die rechte Ecke geschoben werden und das nicht mehr wirklich artikulieren. Aber vor allem in Ihrer Partei. Nein, das ist auch die öffentliche Debatte. Sie haben es doch selbst erlebt. Ist es Ihnen passiert? Es ist Ihnen passiert. Es ist Ihnen passiert. Aber ich kann damit umgehen. Das ist ja auch teilweise in anderen Parteien, dass sobald man etwas sagt, was irgendwie aus einem sehr, sehr engen Kreis des Meinungsspektrums rausgeht, wird man in eine Ecke gestellt, in die man wirklich überhaupt nicht gehört. Also das ist zum Beispiel auch bei der Europadebatte. Also da ist es fast ähnlich. Also man ist kein Antieuropäer, wenn man nicht der Meinung ist, dass immer mehr Kompetenzen nach Brüssel verlagert werden sollen. Und auch da macht man es der AfD dann leicht, ne? Indem man sagt, also jeder, der die EU kritisiert, so wie sie heute ist, ist gegen europäische Zusammenarbeit. Und das sind alles, und bei der Umweltdebatte läuft es auch ähnlich. Also da ist man dann... Es läuft alles so, wahnsinnig und ideologisch das ist einfach, und dogmatisch. Das vergiftet die Diskussion. Und dabei, wenn wir über Demokratie reden, die Voraussetzung einer Demokratie ist, dass es ausgegrenzt das, was wirklich Menschenverachtung, Rassismus oder Nazi-Ideologie ist. Davon rede ich nicht. Aber dass es ansonsten ein breites Meinungsspektrum gibt und eine offene Diskussion, wo man sich mit Argumenten auseinandersetzt und nicht bestimmte Meinungen quasi moralisch verächtlich macht. Weil das grenzt aus und das führt dann auch zu Gegenreaktionen, die wir uns alle nicht wünschen. Also, Punkt an dieser Stelle. Herr von Schirach, uns läuft leider ein bisschen die Zeit davon. Trotzdem noch ganz kurz die Frage. Sie haben Günter Schabowski verteidigt, ja? Ja. Den Zettel Schabowski. Schabowski. Ja. Der Mann, der auf dieser legendären Pressekonferenz ja. auf die Frage, ab wann gilt das denn mit der Maueröffnung, den Zettel aus der Tasche kramte und sagt, also ich glaube, unverzüglich. Ja, genau. Und dann war es passiert. Ja. Wie kam es dazu? Ich bin damals nach Berlin gegangen. Ich war noch Referendar, um in der Kanzlei anzufangen als Referendar, die Erich Honecker verteidigt hat, weil das schien der interessanteste deutsche Nachkriegsprozess zu werden. Und deswegen sind Sie dahin? Ja, ich hatte noch mehr Haare, offenbar. Ja. Sie sind rechts, sehe ich Sie da, ja? Oder? Ja. Ja. Der so ernst schaut und den Mund zu hat, so wie immer. Ja.
Und ich war noch sehr jung, ich war 29 und der Honecker-Prozess fand ja nicht statt, also weil Honecker krank war und es gab immer nur keine Zeit hatte unter so, Ausschluss ja. der Öffentlichkeit Haftprüfungstermine und Fragen. Und dann war das Düsteres zu Ende Kapitel. Und man klagte das Politbüro an und Schabowski kam in unsere Kanzlei und ich war der Einzige, der ihn sozusagen technisch verteidigen konnte, weil der Honecker-Verteidiger jetzt diesen Fall nicht übernehmen konnte, weil Schabowski sich ja auch gegen Honecker verteidigen sollte. Und dann habe ich ganz lange mit ihm gesprochen und dann fand er mich irgendwie, glaube ich, so ganz nett. Und dann durfte ich das machen. Und das war natürlich toll, weil ich überhaupt keine Erfahrung hatte. Wusste Schabowski, dass Sie keine Ahnung ja, haben? Klar, ja, klar. Ich habe ihm... Ich meine, er hatte ja in der Z-Situation auch keine. Insofern zwei Ahnungslose. Genau, ja. Zusammenarbeiten. Es war einfach so, ich habe das Verfahren übernommen, da war ich noch Referendar. Und wir haben gehofft, der Prozess beginnt erst dann, wenn ich die Zulassung zum Anwalt habe. Also okay. es war wirklich, wirklich lustig. Und was wurde ihm denn vorgeworfen? Naja, also es ging um die Erschießung an der Mauer. Okay. Das wurde allen vorgeworfen in verschiedenen Schießbefehl. Wir hatten furchtbare Angst, weil die, also in dem Prozess hatten wir furchtbare Angst, weil die Generäle vor uns den Prozess hatten. Also die Staatsanwaltschaft hat es sehr geschickt aufgebaut. Die hat bei den Mauerschützen begonnen mit ganz kleinen Strafen, aber schon Verurteilungen und steigerte das immer höher. Und vor uns waren die Generäle und Verteidigungsministerium und so weiter dran. Und die haben alle furchtbar hohe Strafen bekommen. Also sie waren alle schon bei 8, 9 Jahren. Und dann war es eigentlich logisch, weil das Politbüro über denen stand, dass es dann so ab 10 losgeht. Und das sind ja zum größten Teil alte Männer gewesen, die da auf der, oder relativ alte Männer, die auf der Anklagebank saßen. Und deswegen war für uns dieser Prozess belastend, also insbesondere für die Angeklagten, weil die damit rechnen mussten, wir gehen jetzt 10 Jahre ins Gefängnis. Mhm. Und dann ging es aber ganz gut. Es ging ganz gut, weil Sie es geschafft haben, dem Richter Befangenheit nachzuweisen. Ja, also... Wie kam es dazu? Es gab damals so einen Richter, der schon aus dem Prozess, der noch gar nicht angefangen oder gar nicht stattgefunden hatte, aber aus den Vorverhandlungen sozusagen rausgeflogen ist, weil er für eine Chefin oder einen Chefin, das weiß ich nicht mehr genau, ein Autogramm von Honecker wollte, was für einen Richter so leicht irrsinnig ist. Ja, schon. Und auch, dass er sich da dafür hergibt, für diesen Chef ein Autogramm zu besorgen. Und wir hatten auch diesen Richter und der galt, sagen wir es mal so, er galt nicht als wahnsinnig milde. Ja, und in der Nacht vor Beginn des Prozesses, also vor der ersten Hauptverhandlung, wurde unter unsere Kanzleitür ein Kirchenblatt durchgeschoben. Also es ist ja selten, dass man in der Strafverteidigerkanzlei Kirchenblätter bekommt. Deswegen habe ich das, ich habe da noch gearbeitet und habe das gelesen. Und dann stellte sich raus, dass dieser Richter unter einem Pseudonym, das ich allerdings kannte, in dem Kirchenblatt einen Artikel geschrieben hat, in dem er sich zum Politbüro äußerte. Und das war genauso wahnsinnig wie das Autogramm. Wie das Autogramm, weil man als Richter ja alles Mögliche macht, aber man äußert sich nicht über die Angst. Und noch dazu im Kirchenblatt, noch dazu unter Pseudonym. Also alles sehr wirr. Und ich schrieb dann die ganze Nacht über also ich rief Schabowski an, erzählte ihm das und dann beschlossen wir, den abzulehnen wegen der Besorgnis der Befangenheit. Und dann machten wir einen kleinen Trick am nächsten Morgen. Nämlich, ich brachte dieses Ablehnungsgesuch, bevor die Sache aufgerufen wird, also ein Verfahren wird aufgerufen, brachte ich das zur Geschäftsstelle. Und das bedeutet, dass der Richter, weil das vorher war, nicht mehr zuständig war für diesen Prozess. Okay. Und dann machte der Richter einen wahnsinnig dummen Fehler, weil er
ich weiß nicht, aus welchen Gründen, vielleicht war er so aufgeregt oder sonst irgendwas, die ganze Weltpresse war da und der Richter kommt trotzdem raus, was er nicht durfte, um die Sache aufzurufen. Und ich war 29 und bin aufgestanden und habe ihn ganz lange angeschrien. Und das hat den Richter absolut wütend gemacht. Und dann zog er das immer weiter durch, um die Anwesenheit festzustellen der Angeklagten, was völlig irre war. Und ging dann irgendwann wieder raus, weil ich zu laut war. Und das war der nächste Ablehnungsgrund, dass der Richter sozusagen etwas machte, was er nicht durfte. Und das war sogar der bessere Ablehnungsgrund. Sie haben ihn provoziert. Ich habe ihn ein bisschen, ja. Und was haben Sie ihm denn gesagt? Dass er wieder rausgehen soll. Dass er nicht zuständig ist, dass er hier nichts zu suchen hat. Und also alles, was man so mit 29, wenn man viel Mut hat, sagt. Ja. Aber was ich heute vielleicht auch nicht mehr so machen würde. Aber heute würden Sie erst mal eine rauchen und deutlich entspannter da reingehen. Aber ich war natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Und Schabowski fand es toll. Ja. Und dann machten wir ein zweites Ablehnungsgesuch. Und dann ging das auch durch. Also dann gibt es eine andere Kammer, die darüber entscheidet. Und die gab uns recht. Und das war sozusagen ein bisschen unsere Rettung. Und dann kam ein Richter, dann fiel der Prozess erstmal in sich zusammen. Und dann kam ein halbes Jahr später ein Richter, der sehr intelligent und sehr vernünftig und auch ziemlich jung war und diese Sache dann wunderbar gemacht hat. Wie ging es aus? Das wollen wir jetzt alle wissen. Schabowski bekam, also man muss dazu sagen, dass sehr viele aus dem Prozess nach und nach ausschieden, aus Altersgründen, die einfach dann so das nicht mehr konnten. Und es blieben nicht so viele übrig, und es blieben aber zwei Antagonisten übrig, nämlich Schabowski und Krenz. Und die haben sich lustigerweise immer gestritten, so ein bisschen, oder wir als Anwälte stellvertretend für die beiden. Und Krenz bekam dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 6 Jahre oder 7 Jahre, und Schabowski bekam 3 Jahre und wurde aber kurz darauf auch begnadigt. Also er war nur relativ kurze Zeit im offenen Vollzug. Und hat dann, ich glaube, fast als einziger dieser großen Leute im Politbüro wieder eine Arbeit begonnen. Er arbeitete dann in der Nähe von Frankfurt als einfacher Journalist. Frankfurt-Main. Frankfurt-Main, ja. Und es war ein beeindruckender Mann, muss man auch dazu sagen. Ja, war ein beeindruckender Mann? Ich fand ihn beeindruckend, weil er hatte nichts Starres, sondern der hat sozusagen auch mit sich gerungen, also mit seiner ganzen Position, mit dem, was er getan hat. Auch diese Erklärung zu seiner Schuld waren meines Erachtens echt. Ja, also er hat sich, ich glaube, fast als einziger wirklich sehr intensiv mit seiner Biografie auseinandergesetzt und hat sich da geändert. Jetzt ist verstorben vor ein paar Jahren, aber ich fand ihn schon. Hatten Sie noch Kontakt zu ihm noch in den letzten Jahren? Ja, also Mandanten haben nicht so gerne Kontakt mit den Anwälten. Das hat den Grund, dass die Anwälte sie in Schwäche gesehen haben. Genau, erinnern an Zeiten, genau, und das in denen es schwer war. Und das ist so, wie wenn sie von Leuten Geld leihen und treffen die zahlen das irgendwann wieder zurück. Aber ihnen ist das immer unangenehm, dass sie sich da. Und bei Anwälten ist es viel schlimmer eigentlich noch, ja. Die müssen Sie auch noch bezahlen, ja. Ja, was ich an Ihnen immer so faszinierend finde, ich meine, jeder hat jetzt die moralische Schere im Kopf und sagt, wie kann man so über Schabowski sprechen, wie kann man so einen Typen verteidigen, wie kann man alles dafür tun, dass der eine möglichst geringe Strafe kriegt, aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie Sie einfach sagen, nee, das ist unser Rechtssystem. Ich kann Ihnen das auch erklären, das ist auch nicht so, wissen Sie, die Leute hat man im Grunde genommen dafür angeklagt, dass sie die Mauern nicht geöffnet haben, dass sie sozusagen gesagt haben, es darf jetzt nicht mehr geschossen werden. Und das einem einzelnen Politbüro-Mitglied diesen Vorwurf zu machen, ist wirklich ein bisschen irre, weil das Politbüro selbst in seiner Gesamtheit hätte nicht die Mauer öffnen können. Das war Warschauer Pakt. Die Russen hatten ihre Soldaten dort. Das wäre nicht möglich gewesen. Und das als juristische Frage war das schon interessant. Das verstehe ich. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, so, der Bundesgerichtshof hat das ja entschieden, der Europäische Gerichtshof hat das entschieden. Alle haben dem Landgericht Berlin mit seiner Verurteilung
Recht gegeben. Und es ist auch richtig, dass man nicht auf Menschen schießen darf, die nichts anderes tun wollen, als ihr Land zu verlassen. Als woanders hinzugehen, exakt. Aber beim Politbüro fand ich es dann schon ziemlich kompliziert, also dahin zu kommen. Ich verstehe das, die juristische Herleitung, ja. Aber Sie verstehen auch natürlich, wenn Leute das Gefühl haben, ich meine, da sind Menschen erschossen worden. Ja, die haben ihr Leben dafür gegeben, das ist die Höchststrafe, die du kriegen kannst. Und dann, dass dann das Gefühl entsteht, die da oben lässt man dann laufen. Der kommt mit 3 Jahren davon und am Ende wird er auch noch begnadigt. Also gut, es wurden aber sehr ist wichtig, viele das mal sehr zu erklären. Hohe Urteile verhängt. Ja. So war es nicht. Ja, ja. Also Schabowski hat, glaube ich, das Mildeste bekommen. Mhm. Okay, und Schuld geht in eine neue Runde, neue Staffel. Wir zeigen gleich einen kurzen Ausschnitt. Morgen geht's los. Worum geht's? So ganz kurz erklärt, damit wir den Ausschnitt, den wir gleich sehen, richtig einordnen. Sagen Sie mir, welchen Ausschnitt aus welchem die Geschichte heißt Der Freund. Ah ja, das ist eine ja, das ist eigentlich so die Geschichte, die mich fast am meisten berührt hat, obwohl es keine echte Kriminalgeschichte ist. Das war ein Freund, der aus einer, ein Freund von mir, den ich lange kannte, der aus einer sehr wohlhabenden Familie stammte, die industriellen Familie, die in unseren Geschichtsbüchern überall stehen. Und der heiratete eine sehr nette Frau und wie es oft ist, nach einiger Zeit lebte man sich auseinander. Da war der Grund, ein Kinderwunsch, der unerfüllt blieb, schwierig war. Unerfüllt blieb und schwierig war für die Frau und alles, was damit zusammenhängt. Und dann haben die sich getrennt am Morgen oder am Nachmittag und die Frau setzte sich aufs Fahrrad, das spielt in New York, und fährt durch den Central Park und wird dort vom Fahrrad geholt und so, vergewaltigt und umgebracht. An der Stelle machen wir eine kurze Unterbrechung und schauen mal kurz rein. Also, morgen hier im ZDF, die große Frage der Schuld. Ist eigentlich so ein zentrales Thema, überhaupt in allem, was Sie schreiben und was Sie tun. Und ein Gefühl, von dem Sie sagen, die Schuld bleibt. Das werden wir tatsächlich nie wieder los. Danach gibt es noch eine interessante Doku über Sie. Ein Auto hat Sie, glaube ich, ein ganzes Jahr lang begleitet. Ja. Das schauen wir uns an, bedanke mich ganz, ganz herzlich. Und begrüße noch mal Mario Basler, der heute sich sehr viel Politik anhören musste. Mario. Aber komm, über das Rauchen haben wir auch schon gesprochen. Mario, Biografie. Eigentlich bin ich ein super Typ. Wer hatte die Idee zu diesem Titel? Die hatte ich selbst, so ein bisschen. Überraschung. Ja, viele... Ich liebe den, ehrlich gesagt. Ich finde das wunderbar. Ja, viele, die mich erkennen, die kennen mich ja auch nur von meiner guten Seite. Ne? Ich meine, jeder hat ja auch eine schlechte Seite oder vielleicht eine schlechtere Seite. Man kann ja auch sehr schnell verärgert werden. Und da gibt es auch mal die andere Seite und deswegen sage ich eigentlich. Also wenn man mir nichts tut, wenn man nicht böse zu mir ist, wenn man nicht lügt, wenn man meine Familie in Ruhe lässt, dann bin ich ein guter Typ. Eigentlich ein super Typ, ja. Und vor allen Dingen ein Typ auch. Ich meine, das ist ja leider sehr selten geworden. Und deswegen funktioniert das offenbar und interessiert die Leute. Und deswegen ist das auch schon auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und das Buch beginnt... Und ich mochte das wirklich sehr. Das Buch beginnt mit einem Spiel vor 20 Jahren, Barcelona Champions League Finale. Bayern München gegen Manchester. Der Bruch ist so großartig, weil groß beschrieben wird, das wichtigste Spiel meiner Karriere, das wichtigste Spiel, das ein Spieler überhaupt haben kann. Und dann zweiter Absatz, auf dem Klo habe ich Ruhe, Punkt, endlich mal eine rauchen. 2 Minuten vorm Spiel. Naja, nicht ganz 2 Minuten. 10 Minuten? Ich habe normalerweise so eine Stunde vor jedem Spiel, also egal, in welchem Spiel habe ich noch eine Zigarette geraucht. Kam natürlich auch mal vor, dass ich vielleicht nicht dazu kam, weil warum auch immer. Ja, aber du hast... Dann bin ich natürlich auch mal 5 Minuten vor der Toilette oder auf die Toilette und habe noch mal schnell 2 Züge genommen, bin dann rausgegangen. Wirklich immer? Nein, nicht immer, aber eine Stunde vorm Spiel war immer eine Zigarette. Ja. Habe ich es halt mal nicht geschafft, warum auch immer. So. Dann habe ich auch mal 5 Minuten vorm Spiel vielleicht noch mal schnell eine Zigarette mitgenommen und auf der Toilette 2 Züge genommen, bin dann raus zum Spiel. Verrückt, du beschreibst auch, wie deine Kollegen schon im Tunnel stehen und so weiter und gleich beginnt das wichtigste Spiel und sagst, ich hatte aber komischerweise, ich dachte zuerst, als ich das las, da hat einer Angst. Ja, und deswegen braucht er diese 2, 3 Züge, ja, genau. Weil ich mir das atemberaubend vorstelle, wenn du da rausgehst, 90.000 Leute, und wenn du da schlecht auftrittst, dann kannst du dich warm anziehen. Also ich wäre wahnsinnig aufgeregt. Du sagst, wer vor so einem Spiel Angst hat, der ist einfach nicht für diesen Sport geeignet. Das kann überhaupt nicht sein.
Naja, das ist ja, ich meine, was gibt's denn Schöneres, wenn du deinen Beruf ausübst, du spielst Fußball, kommst in ein Stadion rein, 500 Millionen Zuschauer vom Fernseher, knapp 100.000 im Stadion, die Hälfte weiß, es sind Bayern-Fans, die andere Hälfte sind deine Gegner oder gegnerischen Fans. Es gibt doch wirklich nichts Schöneres, wenn du dann da reinläufst, die eine Seite applaudiert dir, die andere Seite pfeift dich aus. Das ist doch geil. Das ist doch, da darfst doch keine Angst haben. Also die erste Hälfte des Satzes verstehe ich, die zweite nicht. Ja, aber du arbeitest doch ein ganzes Jahr auf ein Endspiel hin oder in der Meisterschaft, 34 Spiele in der Bundesliga und am Schluss willst du diese Schale da hochhalten. So, das ist ja der Traum. So, du arbeitest auf ein Endspiel hin, in Champions League, in einem Mannschaftswettbewerb, ist es der größte Titel. Ja, die Trophäe überhaupt. So, und jetzt hast du das geschafft, da zu stehen, in Barcelona, 100.000 Zuschauer. Jetzt sollst du Angst haben, ja, dann musst du zu Hause bleiben. Dann bleib zu Hause. Es gibt doch nichts Schöneres. Also, da musst du doch eine Freude da sein. Also du kannst nicht nachvollziehen, wenn dann Kollegen von dir sagen, boah, der Druck... Ich kann es ja heute nicht verstehen, Entschuldigung, Markus, aber ich kann es ja heute nicht verstehen. Die verdienen heute 15, 20 Millionen im Jahr und sind noch nervös und sag mal bitte, warum? Weil sie jeden Monat 1,5 Millionen überwiesen kriegen? Ja, das sollen sie zurückgeben. Also man darf... Es ist ja auch letztendlich ja nur ein Fußballspiel. Es gibt ja viel schlimmere Dinge auf dieser Welt. Nee, das ist unbenommen. Es ist nur, klar. Da rennen 22 Leute oder 20 Leute rennen so einer Kugel hinterher. Ja, und was soll jetzt passieren? Jetzt hast du halt ein Fußballspiel verloren. So, und deswegen, also nochmal, ich fand es immer geil, wenn ich in Dortmund zum Beispiel gespielt habe und die haben mich beschimpft und haben mich ausgepfiffen. Ich fand es so geil. Mich hätte es geärgert, wenn die mir noch zugejubelt hätten, ehrlich. Da hätte ich da wahrscheinlich gar nicht mehr gespielt. Also noch besser als rauchen, oder was? Ja, das war so ähnlich. Ja. Das war so ja, beides geil. Mal, pass auf, es gibt ja auch, weil wir über den Druck sprechen, mit dem jüngere Kollegen nicht zurechtkommen, die schlafen ja dann manchmal auch wahnsinnig schlecht vor solchen Sehr Spielen. Sehr gut. Hattest du auch diese Schlafstörungen? Ja, ich hab keine Schlafstörung gehabt. Ich wollte nicht schlafen. Okay. Also ich wollte immer lange wach bleiben. Das mache ich heute auch noch. Ich gehe vor 2-3 Uhr auch, mache ich den Fernseher nicht aus und schlafe dann 4-5 Stunden und bin dann den ganzen Tag unterwegs. Das habe ich als Spieler auch gemacht. Da vor dem Endspiel steht ja auch im Buch drin, war ich bis 3:30 an der Bar gesessen, einen Tag vorher. 3:30? Ja, hab ein paar Bier getrunken. Ja, die anderen sind halt schlafen gegangen. Ich konnte ja nicht schlafen. Und da bin ich an der Bar sitzen geblieben, hab ein Bier getrunken und war nächste Tag bester Mann. Eigentlich bin ich ein super Typ, ja, dann ist es wieder. Ja. Ich habe mich auch mit den Fans noch ein bisschen unterhalten an der Bar. An der Bar? Ja. Vor dem Spiel, wir reden immer an der Abend vor dem Spiel. Die Nacht davor, ja. Wir haben ja erst du hast eben gesagt, ein paar Bier. Ja. Was? Ja, 7, 8, 9. Alkoholfrei. Ja, von 11 Uhr bis nachts um 3:30, sag mal, das ist eine lange Zeit. Ja, aber komm. Schau dir das doch mal an, Markus. Das ist doch, komm, geil. Geiles Bild. 100.000 Zuschauer. Die anderen Jungs waren alle im Bett, die wären besser bei mir in der Bar geblieben. Da hätten wir es gewonnen. Na, pass auf, kommt da nicht irgendwann mal einer vom Verein und sagt, wer kommt dann? Ja, Trainer ist gekommen, Uli Hoeneß ist gekommen und ich habe nur gesagt, ich trinke mein Bier aus, dann gehe ich ins Bett. Was haben die gesagt? Ab 12:30 ist dann keiner mehr gekommen. Der einzige Unterschied, wenn ich ins Zimmer gegangen, also in mein Bett gegangen wäre, wäre gewesen, in der Minibar waren, glaube ich, nur 2 Bier drin. Aber ich wäre auch nicht vor 3, 4 wahrscheinlich eingeschlafen, weil ich habe mir ja so schon alles so überlegt, wie ich jubel, ne, wie so. Weil ich war mir ja sicher, wir gewinnen. Und hab mir dann so die Feier schon danach so vorgestellt. Gut, eigentlich bin ich ja Champions League-Sieger geworden, ne? Ich habe ja 1-0 geführt, wie ich ausgewechselt wurde. Ja, pass auf, wir gucken mal ganz kurz rein, weil das Faszinierende, und das hat ja auch immer die Faszination an Mario Basler auch gemacht. Also er ist jetzt nicht einer, der ein bisschen damit kokettiert und sagt, na, da habe ich Bier getrunken und tierisch geraucht. Und dann kam nachts Uli Hoeneß, weiß hat ja mich vom Tresen weggezogen. Stimmt es, dass Uli Hoeneß dich vom Tresen weggezogen hat und sagte, wenn du jetzt nicht ins Bett gehst, spielst du morgen nicht? Nein, das war der Trainer. Ah, der Trainer kam dann zum Schluss und hat gesagt, so,
Du bist immer noch hier, das kann ich morgen nicht spielen lassen, habe ich gesagt, können wir auch nicht gewinnen. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Ja. So, und hattest du dir schon überlegt, für den Fall, dass es zum Freistoß kommt, wie mache ich den rein? Nein, das war die Situation, wie sie dann kam, der Freistoß, wie ich mit dem Ball hinlag, da kam ja Effe, kam ja dann zu mir, hat gesagt, ich muss dann nur über die Mauer schießen, da habe ich gesagt, nein. Genau das denkt der Torhüter, dass ich dann über die Mauer schieße, schieße genau da in die Ecke. Und so habe ich es gemacht und dann war er dran. Wir schauen mal, was dann passiert ist. Bitteschön. Ja. Das heißt, du machst das 1-0, genau wie geplant. Nachts um 3 an der Hotelbar, genau überlegt, okay, wo mache ich den rein? Dann geht der auch noch rein, alles super. Bis zur 89. Minute führt ihr 1-0. Du wirst ausgewechselt. Mhm. Was passiert dann? Ja, dann haben wir das 1-1 noch gekriegt. Also als erstmal habe ich eine Mütze aufgesetzt von Erdinger damals. Ich habe noch einen Vertrag gehabt mit Erdinger Weißbier. Anscheinend auch immer noch, oder? Ja, nein. Immer noch? Nein, und dann habe ich die Mütze aufgesetzt. Die haben ja der eigene Biersponsor gehabt. Die Siegermütze. Damals, genau. Ja. Und habe dann eine Mütze aufgehabt. Und wir kriegen dann das 1-1. Dann ist er mit der Mütze weggeflogen. Weil von diesem Zeitpunkt an wusste ich, wir können das Spiel nicht mehr gewinnen. Auch wenn es in die Verlängerung ging. Wir hatten ja 3-mal ausgewechselt schon. Weil du ja schon draußen warst. Auch das kommt noch dazu, weil ich ja auch noch draußen war. Nein. Und das war für mich klar. Und dann ist ja auch dann das 2-1 gefallen. Ich bin ja dann direkt nach dem 2-1 in die Kabine, habe mir eine Zigarette angesteckt, ein Bier geholt. Dann, also ich muss mir das Trauerspiel nicht angucken, wie der Schmeichel da feierte, ne? So ein schlechter Torhüter. Darf dann den Pokal hochhalten. Ich war dann in der Kabine und dann kamen sie so nach und nach. Und da hatte ich schon 3-4 Zigaretten geraucht und 2-3 Bier getrunken. Ja. Aber noch mal ganz kurz, also unter der Dusche auch? Nein. Nein, das Wasser war noch aus. Dir war klar, das ist nicht mehr zu gewinnen oder wir verlieren das, weil es psychologisch dann plötzlich so schwer war, ja? Klar. Ja, wir hatten, aus so einem Tal kommst du dann nicht mehr raus. Nein, du hast ja gewusst, ne, wie das 2-1 war. Ich meine, es waren 3 Minuten angezeigt. Das war in der 92. und ja, unfassbar. 40 Sekunden waren gespielt. Und es war klar, es gibt den Anstoß. Vielleicht kannst du nur einmal den Ball nach vorne schießen und hast vielleicht gehofft, dass der Schmeichel sich den Ball selbst da reinschmeißt, aber das hat er dann auch nicht geschafft und dann war es klar. Dann war ich auf dem Weg in die Kabine, war ja ein langer Weg in Barcelona. Ja, und dann was passiert? Den Abpfiff so noch gerade mitgekriegt, wie ich so in die Kabine. Furchtbar. Wird man so ein Trauma jemals wieder los? Du sagst, es ist das wichtigste Spiel meiner Karriere. Es war entspannt. Also ich sage auch heute noch, ne, viele, ich meine, jeder geht ja mit der Niederlage ganz anders um, aber ich sage ja heute noch, auch das war ja damals nur ein Fußballspiel. Ne, man darf ja nicht vergessen, natürlich hätten wir unsere Fans gerne glücklich gemacht. Wir hätten den Pokal natürlich auch gerne hochgehalten, aber es ist heute, wenn ich heute sehe, die verlieren ein Fußballspiel, dann meinen sie, nehmen wir mal Nationalmannschaft, wenn wir ein Fußballspiel verlieren. Wir meinen ja noch, wir sind die Götter auf dieser Welt. Wir müssen jedes zweite Jahr Europameister, jedes vierte Jahr Weltmeister werden. Die anderen Nationen spielen mittlerweile auch Fußball. Ich gucke mir mittlerweile keine Länderspiele mehr an, weil es mich langweilt. Der Fußball langweilt mich mittlerweile. Wirklich? Ja. Länderspiele langweilen? Länderspiele, Bundesliga, ist alles langweilig. Was machen Sie, was schauen Sie dann noch so an? Ich gucke mal Sturm der Liebe zum Beispiel an. Da würde ich gerne mal mit dabei sein. Ja, aber, ich anfange zu rauchen. Ja. Dann wirst du anfangen zu rauchen. Das glaube ich auch. Nein, das ist ein Mittag. Nein. Der Fußball ist halt nicht mehr. Ich komme mit dem Fußball heutzutage nicht mehr klar. Das ist so. Aber warum? Warum? Ja, weil mittlerweile der Torhüter mehr Ballkontakt hat wie der Feldspieler. Ich spiele ja jeden Ball mittlerweile von der Mittellinie wieder Ball zurückgespielt zum Torhüter. Naja. Dann wird nochmal 3-mal rechts. Jetzt dürfen sie sogar der Torhüter darf jetzt sogar schon den Mitspieler im eigenen Strafraum einspielen. Das ist geil. Da spielt er den Ball wieder zum Torhüter zurück, der spielt auf die andere Seite, der spielt wieder zurück und irgendwann schießen sie den Ball nach vorne. Das ist kein Fußball mehr, das ist langweilig. Wirklich? Ich habe nicht viel Ahnung von Fußball. Ja, Entschuldigung. Das ist nicht schlimm, muss ja auch nicht jeder Ahnung haben von Fußball. Es reicht ja, wenn ich Ahnung habe davon. Aber dieser Klopper-Fußball, der macht mir Spaß. Ja, der macht mir auch Spaß. Aber der was für ein Fußball? Herr Jürgen Klopp, ein sehr bekannter Fußballtrainer. Ich nehme mal das.
Ich nehme mal das kleine Beispiel. Ja. Wenn du heute, Dortmund hat mal in der Vorrunde oder in der Viertelfinale oder Achtelfinale gegen Tottenham gespielt. Die lassen ihren Friseur einfliegen im Privatjet. Posten die Bilder, wer denn die Haare am Spieltag, abends ist das Champions League Spiel, kriegen die Haare geschnitten, schön gelegt alles und verlieren abends 3:0. Ist vielleicht gar nicht so schlimm, ich würde durchdrehen. Ja gut, bei dir gibt es auch nichts viel zu frisieren. Nein, ich habe früher auch lange Haare gehabt. So, ja. Auf jeden Fall. Und dann kommt ja die Krönung. Eine Woche später ist das Rückspiel. Die posten wieder, dass der Friseur wieder im Mannschaftshotel war, verlieren abends wieder zu Hause 1:0. Entweder sollen sie mal Gedanken machen über einen neuen Friseur. Aber wenn ich was zu sagen hätte in einem Verein, das wäre bei uns früher undenkbar gewesen, dass du einen Friseur am Spieltag durfst nicht mal deine Frau, deine Eltern durften nicht mal ins Mannschaftshotel. Heute fliegen die mit dem Privatflieger ihren Friseur ein und lassen sie die Haare schneiden und posten das noch auf Instagram. Das ist ja, das hat doch mit Fußball nichts. Die Spieler gelen ihre Haare. Spielen 90 Minuten Fußball. Fußball ist ja so ein Mannschaftssport. Ne? Da muss man ja manchmal rennen, ein bisschen kämpfen. Die legen ihre Haare 90 Minuten, gehen die vom Platz und die Haare liegen immer noch so. Ist geil. Aber ich muss trotzdem eine Lanze brechen für junge Fußballer heute. Die Leute, die ich zumindest hier treffe, die sind sehr ernsthaft bei der Sache. Die rauchen auch nicht 2 Minuten vorm Spiel. Die trinken auch keine... Die trinken auch keine 7-8 Bier in der Nacht vorm entscheidenden Spiel. Markus, glaub nicht alles das, was sie dir heute erzählen. Glaubst mir, es gibt viele Raucher in der Bundesliga. Ja, das glaube ich auch. Es kann ja alles sein. Mir. Aber es gibt da durchaus eine große Ernsthaftigkeit, die ich da immer spüre. Gab es bei uns früher auch. Ja, aber das hat sich professionalisiert und geht heute um unfassbar viel. Das stimmt. Ich finde, das kann man den Jungs nicht zum Vorwurf machen. Dass dieser ganze Wahnsinn, dass dieses ganze System sich immer schneller dreht, dass es um immer größere Summen geht, dass es alles immer verrückter wird. Es geht nicht ums Geld, Markus. Aber den Jungs würde ich das nie vorwerfen. Nein, es geht ja nicht ums Geld, sondern es geht mir darum einfach, dass sich der Fußball in die völlig falsche Richtung entwickelt. Da ist, glaube ich, hier in der Runde große Einigkeit. Ich meine, da schließt sich ehrlich gesagt auch der Kreis und deswegen bedanke ich mich auch für ein sehr launiges Gespräch. Da schließt sich der Kreis auch zur Politik. Auch da hat eine Entkoppelung stattgefunden. Das ist so. Eine Entfremdung. Da halte ich mich völlig raus bei der Politik. Nein, aber auch im Fußball meine ich jetzt. Die da oben gegen die da unten. Das ist das Spiel. Das wird noch schlimmer. Und wir werden irgendwann darauf Antworten geben müssen. Bedanke mich sehr herzlich bei Mario Basler, der gerade eine tolle Fußballbiografie vorlegt. Bedanke mich genauso herzlich bei Ferdinand von Schirach, morgen Abend hier im ZDF. Schulz, der Freund. Und danach, sehr empfehlenswert, ich habe das gesehen, Dokumentation über Sie. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Sebastian Puffpaff. Vielen Dank, Sebastian. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Sarah Wagenknecht, der wir wünschen, dass sie die Ruhe findet, die sie nach all den Jahren in diesem harten Geschäft der Politik offensichtlich braucht. Vielen Dank, Frau Wagenknecht. Jetzt die Kollegin von heute. Plus, wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin, danke schön. Tschüss. Vielen Dank euch. Bleibt mal sitzen, ja?